Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Und im heutigen Video möchte ich euch neben den 7 Kilometer Anhängern vom Go Fest, die auch schon im Hintergrund laufen, noch mein Knabbon aus der Partnerforschung von Google Play euch zeigen. Und ja, die 7 Kilometer Anhänger habe ich in der unendlichen Brutmaschine ausgebildet, weil ja die Eidistanz reduziert war, beziehungsweise halbiert war. Ich hatte natürlich noch ein paar Brutmaschinen, die ich durch Quests bekommen habe im Laufe der Zeit. Die habe ich natürlich genutzt, um dann auch wieder Platz für die 7er Eier zu schaffen erstmal. Und deswegen hatte ich am Anfang 2 in einer Ladung, die dann parallel aufgegangen sind, ansonsten immer nur in der unendlichen. Und so, ich konnte aber leider nicht alle aufnehmen, weil manchmal die Eieranimation nicht angezeigt worden ist. Es ist mittlerweile ein bisschen komisch, wenn zu viel Interaktion im Spiel ist, zu viel passiert, dann werden die Eier zwar ausgebrütet, aber du kriegst es halt nicht mit, die Animation wird nicht angezeigt. Finde ich natürlich doof, dass sie dann übersprungen wird sozusagen, aber kannst nichts machen. Aber zum Glück waren die Pokémon, die da übersprungen worden sind, meistens immer nur Knospi, bis auf das Shiny. Das hätte ich euch natürlich gerne im Video gezeigt, aber da kann man leider nichts machen. Ansonsten seht ihr ja, was ich hier bekommen habe. Viele von den Event-Pokémons, die beim Go-Fest ein bisschen geboostet waren und so weiter und so fort, habe ich da dementsprechend einmal gebrütet. Ansonsten, ja, kommen wir schon zu der Google Play-Forschung. Ich habe ja leider länger schon mal kein Ei-Video mehr gemacht, weil meiner Meinung nach sind die Eier gar nicht mehr so gut. Die haben mich gar nicht mehr so gereizt. Deswegen habe ich auch da entsprechend schon, glaube ich, länger kein Ei-Video mehr gemacht. Vielleicht, wenn ich nochmal motiviert bin, die Distanz reduziert ist und es dementsprechend nochmal schön Eier gibt. Vielleicht machen wir nochmal ein Ei-Video, aber so lohnen tut es sich nicht. So, aus der Google Play Partnerforschung. Auf der ersten Seite kam Flabby B raus. Genau, 3 Stück haben wir mitgenommen. Ein paar Premium-Items haben wir auch bekommen, was natürlich immer gut war. Dementsprechend fürs GoFest. Das ist jetzt noch davor aufgenommen gewesen. Die GoFest-Videos musste ich euch aber zuvor zeigen. Und so, deswegen kommt das jetzt hier mit den Eiern danach, weil das war ja das wichtigere Video. Und so dementsprechend, ja, haben wir ja hier noch den Rauchglücksei und so weiter bekommen. Dann Skunkapoo aus der Forschung auf Seite Nummer 2 bekommen und erhalten. Ja, auch interessant, dass dieses Pokémon drin war. Ich kann euch aber tatsächlich ehrlich nicht sagen, ja, warum diese Pokémon in dieser Forschung drin waren, warum die ausgewählt worden sind. Da habe ich keine Ahnung, wie der Zusammenhang ist. Und ja, das war halt nur für Google Play. Deswegen, falls ihr auch Google Play dementsprechend habt, könnt ihr die Forschung ja auch vielleicht abgeholt haben und könnt gerne reinschreiben, wie es bei euch gelaufen ist. Ansonsten haltet ihr vielleicht Glück mit den Eiern, schreibt es doch gerne rein und dürft natürlich auch gerne wieder ein Like da lassen, um mich zu unterstützen. Würde mich natürlich dementsprechend freuen, wenn euch das Video wieder gefällt. Und dann sind wir schon auf der dritten Seite. Es gab insgesamt 4 Seiten. Da gab es dann Kapuno. Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen noch interessant, der noch kein Community Day mit diesem Pokémon gespielt hat. Und so ansonsten, natürlich klar, nimmt man es mit, weil man es jetzt auch nicht so häufig findet, dementsprechend wild. Ab und zu taucht es mal auf, aber ansonsten, ja, kann man es mitnehmen, weil es ein selteneres Pokémon ist, aber was Besonderes ist es schon lange nicht mehr. Genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist es das schon gewesen. Da gab es auch nochmal eine Brutmaschine, die konnte ich natürlich auch nochmal nutzen, hier aus der Forschung für die 7er Eierbälle. Und dann auf der letzten Seite können wir natürlich dementsprechend noch ein paar Sticker abstauben. Ja, ist natürlich schade, dass da, das seht ihr auch gleich in der Forschung, dass da Sticker drin waren. Weil, ja, wer will schon Sticker haben, ehrlich gesagt, ne? Als Belohnungen ist mal nett, so, aber, ja, ist jetzt auch nichts krass Besonderes. Dann noch Sternstaub und Erfahrungspunkte und dann die Begegnung mit dem Knabbon. Genau, das war es dann auch schon wieder vom Video. Das war jetzt leider nicht das längste Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht anzuschauen. Genau, fangen wir das noch. Die Eier habt ihr ja gesehen, was da so drin war. Leider nur ein Miniras, leider kein Shiny bekommen. Aber dann, wenn der Community Day zu dem Pokémon kommt. Und damit sage ich dann mal ciao, ciao, bye, bye und hoffentlich auch.